Ja, hör mal, was wäre denn ein Solo-Rapper ohne die Jungs, die hinter ihm stehen? Die sogenannte Crew. Beste Rap-Crew national. Platz 10, meine guten Freunde. Trailerpark. Platz 9, Ratos Locos. Platz 8, Die Sekte. Platz 7, Südberlin Maskulin. Platz 6, Beetlefield. Ist Beetlefield eine Crew? Beetlefield ist eine Crew. Ich dachte, das sind das Produzenten, dachte ich. Auch eine Crew. Alles in einem, alles Könner. Platz 5, Selfmade Records. Platz 4, die German Dreamer. Platz 3, eine sehr, das ist mein persönlicher Favorite, glaube ich. KIZ. Berlin's Most Wanted hat es auf die 2 geschafft. Und wir lieben ja das Kontrastreiche am Hip-Hop. Auf Platz 1 folgen die Orsons. Herzlichen Glückwunsch, Jungs.